Robert und Sven heißen uns herzlich in der Wochenendausgabe willkommen und läuten gemeinsam das neue Jahr ein. Viel Spaß mit Meinungsmonopol. Nie gab es mehr zu tun. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Ich wünsche allen Hörern ein gutes und gesundes neues Jahr. Hier wieder mit Robert Lange, Sven Reuter, frisch motiviert und voller Elan. Es gibt viel zu besprechen. Legen wir los. Ja, eigentlich gibt es gar nichts zu besprechen. Ist doch nichts Neues, oder? Ja, ich habe das Alte aufgekocht. Aber wir haben schon lange keinen Dampf mehr abgelassen und jetzt hat sich viel angestaut. Ja, nee, ganz ehrlich, ich freue mich, dass wir heute endlich wieder zusammensitzen. Richtig. Die Zeit war zwar schön ohne Podcast. Ja. Gut, es sind ja welche rausgekommen trotzdem, aber wir haben keine Arbeit gehabt. Genau. Die Jungs in Redaktion und Mädels, ja, genau. Die haben ihren Job gemacht und. Und ich bin ganz zufrieden. Mhm. Haben gutes Zeug rausgehauen. Aber jetzt können wir mal wieder reden. Richtig. Ja. Genau. Können wir mal wieder Müll reden. Genau, einfach querbeet, so wie es immer ist, ungefiltert. Erstmal, bevor wir mit der Politik anfangen, wie hast du denn das Jahreswechsel so, wie findest du jetzt, wie hast du es privat, ohne Politik? Privat, ja. War's gut? Es war ein Jahreswechsel eigentlich, so wie er immer war. Leider bei mir in der Familie auch einen leichten Trauerfall mit dabei gewesen. Erzähl nochmal mein Beileid. Dankeschön. Ja, so ist der Stand des Lebens. Wir kommen, wir verbringen Zeit auf der Erde und wir gehen irgendwann. Und so war es bei mir in der Familie auch. Und ja, sonst war es normal Weihnachten, Jahreswechsel, Silvester. Silvester ist eh nicht so meins. Ich weiß nicht, ich brauche das nicht, ich mag das nicht. Ich habe das so nie gemocht irgendwie, dass alle Leute an Silvester meinen, jetzt muss man los und raus und in die Clubs und die waren dann immer voll. Und wie gesagt, meine Frau schafft ja eine ambulanten Pflege. Die haben keinen frei wie andere Leute und somit ist dann immer Weihnachten frei oder Neujahr frei. Sie entscheidet sich für Weihnachten und somit ist dann Silvester für uns immer nur warten bis um 24 Uhr und dann schnell Sekt und dann geht sie ab ins Bett, weil sie nächsten Tag raus muss. Und das ist dann unser Jahreswechsel. Aber jetzt noch letzte Woche ein bisschen Skifahren gewesen, ein bisschen ausgespannt, Tapetenwechsel. Ja, und jetzt wieder frisch motiviert geht's los, so ja. Wie immer. Und ich habe mir Sizilien angeguckt. Ich habe mir die italienischen Verhältnisse angeguckt von der Politik. Und? Ja, also, ja, wir sind schon ein Stück anders. Das ist schon so, ja. Aber wir sind nicht weit weg. Nein. Es gibt ja bei uns in der Partei immer so, wir dürfen nicht die Koalition verlassen, sonst kriegen wir italienische Verhältnisse. Ja, genau. Was für ein Quatsch. Ja, ist total. Also, da muss ich auch nochmal sagen, das hatte ich hier nochmal zurückgeschickt per E-Mail für den Podcast, weil die Italiener haben ein Problem mit der Mafia natürlich und Korruption. Es ist aber so, dass sie ganz stark gegen die Mafia kämpfen, schon seit Jahren. Und das ist natürlich eine hohe Nummer, ist nicht einfach. Mhm. Und Korruption gibt es dort immer noch, ja. Aber in Deutschland haben wir ein ähnliches Verhältnis. Wir haben halt hier diese Familienclans, ja. Kann man ja ein bisschen abtun, sind nicht so schlimm wie Mafia, aber ich sehe es in ähnlichen Verhältnissen. Mhm. Und dann haben wir hier Bürokratie. Mhm. Also ich sehe es ähnlich. Also du hast dort in manchen Sachenbereichen mittlerweile mehr Freiheit. Mhm. Ja, und ich habe mir so gedacht, Junge, wir sind ja in Europa und das ist komplett anders dort. Also das ist nicht weit weg. Mhm. Also in Deutschland ist schon, wir sind hier so übernormiert und überreguliert und das habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Ansonsten habe ich schöne Zeit gehabt in Sizilien. Die haben ein bisschen ein Müllproblem. Ich glaube, jeder Grüne, der hier sauber seine gelben Säcke und seine Plastik und sein Dings und seinen Müll trennt, das gibt es dort auch. Aber wenn der dort Urlaub machen würde, würde er wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen und in die Intensivstation kommen. Und da zeigt es sich wieder, wir sind in Europa, das sind nicht so viele Kilometer weit weg. Mhm. Wir tun hier, als ob wir die Welt retten wollen und kümmern uns nicht, dass unsere Nachbarländer irgendwo mitkommen. Ja. Wir machen hier den Saubermann, wir müssen Sachen waschen, damit sie erst in den gelben Sack kommen. Und dort juckt es keinen. Ja, dort haben die trennen schon und so grob, aber sie haben auch Maschinen, die das machen. Aber sie haben tatsächlich ein Müllproblem. Ja. Also Sizilien, die ist ja eine Insel, hat ein Müllproblem. Ja. Ja. Ja, politisch habe ich dort nichts gemacht. Ja, politisch haben wir mal ein bisschen ausgespannt. Das Einzige, was ja bei uns war in der FDP, die Umfrage, verbleibende Ampel oder Ausstieg.
Genau. Und magst du sagen, wie du abgestimmt hast? Ja, klar. Ja. Ich war für raus. Also ich habe mit, was haben wir gemacht? Ja gestimmt. Das heißt, unbedingt raus, weil ich finde, das, was die FDP gerade macht, ist politischer Selbstmord. Also es wird zwar von oben herab immer so ein bisschen auch versucht, die Basis so ein bisschen in die Richtung einzuschwören, aber das ist hier mehr das passiert, desto mehr gehe ich in die andere Richtung. Und es wurde uns ja gesagt, ja, und das ganze Maut und nur 83% die Erhöhung ist nur für Euro 1, aber das stimmt alles nicht. Und ich lese halt nach, das ist mein Problem, ich höre nicht blind zu und mir kann ja auch keiner eine Marke in die Tasche schwätzen. Deswegen ist für mich das, was die FDP gerade macht, politischer Selbstmord. Egal was ist, diese Steuersenkung ist, wenn jeder nachrechnet und was jetzt rauskommt, das ist alles Bullshit. Das ist Verarschung der Bürger, egal, man guckt auf den Grünen im Instagram oder auf den Social Media Plattformen, auf der SPD und jeder verkauft es als sein Werk. Steuersenkung 15 Milliarden, was haben sie noch geschafft, was kam, Mindestlohnerhöhung, aber wenn man das Ganze mal betrachtet, es ist eigentlich nur Mist. Es ist eigentlich, wir zahlen am Ende wieder drauf. Das heißt, was ich mittlerweile in meinem Leben gelernt habe, ist, immer wenn es heißt, wir senken die Steuern, wird es für uns teurer. Und das bestätigt sich jedes Mal. Und ich habe definitiv dafür gestimmt, dass die FDP raus soll. Ja, leider ist knapp gescheitert. Finde ich schade. Ich finde, die SPD hätte die Mehrheit der Bevölkerung, alle, wo ich kenne, sagen, was macht die FDP noch? Dass die zeigen nicht ihr Profil. Unser Buschmann, der ist jetzt wieder dran, was geht es darum, um Schwarzfahren in der Straßenbahn, dass es keine Straftat mehr ist, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Dann geht es ums Namensrecht. Das sind alles so Sachen, wo das verkaufen die als Erfolg. Das juckt hier aber gerade keinen. Also wir haben andere Probleme. Und das ist das, wo wir werden untergehen. Das ist das, was die Leute gerade nicht interessiert, ob die ihren Namen ändern kann. Klar, ein paar Leute vielleicht schon oder diese Schwarzfahren, ob es eine Straftat ist oder ob es eine Ordnungswidrigkeit ist, das ist sowas doch von egal. Also nicht egal ist es natürlich nicht, aber es gibt gerade wichtige Themen. Und das ist das, wo ich dann denke, es ist die Legalisierung von Cannabis ist von der Ampel ist verschoben worden. Dann diese Solarbalkonkraftwerke ist verschoben worden. Alle wichtigen Themen, wo die Leute darauf gewartet haben, ist verschoben worden. Und ich bin so ein bisschen meine Schwiegermutter abholen gefahren, gerade das ist so ein bisschen ländlicher Bereich, so über die Alp Richtung Sigmaring raus. Und ich fand es faszinierend. Da standen Galgen mit der Ampel dran. Also Bilder, also Strohballen auf dem Feld und dann Galgen dran und dann drunter eine Ampel draufgemalt auf Papier. Und das ist das, was finde ich krass. Also ich finde es irgendwie merkt die Politik im Bund nicht oder will es nicht merken und gibt es dann nach unten weiter an die Basis, wie wir abzustimmen haben. Also so war die Umfrage, so habe ich es wahrgenommen. Da hat dann unser Kreisvorsitzender einberufen, er wollte dann nochmal mit uns drüber reden, bevor wir abstimmen. Und das mache ich nicht. Gut, und damit hat er einen Fehler gemacht, weil wenn es jetzt eindeutig in eine Richtung gegangen wäre, wäre es besser für die Partei. Jetzt haben wir ein 50-50, das heißt, die Partei ist mega geschwächt, was nicht weiß, in welche Richtung es geht. Ich möchte aber kurz einen anderen Schritt machen. Ich habe auch dafür gestimmt, dass sie rausgehen. Aber nur deswegen, weil ich immer noch der Hoffnung war, dass sie endlich mal wenn ich dafür stimme, heißt das nicht, dass sie es sofort beenden müssen. Genau, also, es war ja nicht gewonnen. Also sie hätten dann ein Zeichen bekommen, sie müssen einen Kurs wechseln. Ja. Und ich habe heute zum Beispiel reingeguckt gehabt, nochmal das Thema Migration. Christian Lindner und die ganzen Abgeordneten vom Bundestag erzählen gerade, wie Migration ablaufen muss, also Abschiebung besser laufen sollte, man geregelter das machen sollte. Ich glaube, die haben nicht in die Dokumente geguckt, wofür die FDP steht. Und die hat richtig geile Werte ausgearbeitet. Die stehen auch auf der Webseite. Jetzt muss ich gucken, ob ich es noch auswendig zusammenbringe alles. Das heißt, was absolut cool war, europäische Außengrenzen besser absichern. Mhm. Ja. Voll sachlich, das ist richtig sachlich und ist eine Lösung. Ja, also eigentlich einfach, dass jeder über die Grenze laufen kann, alles gut. Jetzt müsst ihr echt, das sind 5 oder 6 Punkte. Zum Beispiel, was auch cool war, Migranten, also Migration, wenn einer jetzt hier nicht Flüchtling ist, sondern hier nach Deutschland kommt und hier ganz normal sich einbürgern lassen möchte und hier halt arbeiten möchte, dann kriegt er erst soll er erst nach einem Jahr Sozialhilfe bekommen können. Mhm. Ja, solche Sachen haben die ausgearbeitet. Ja.
Und das sind alles tolle Werte. Also wenn du dir die 5, 6 Punkte anguckst, davon 2 kann ich, würde ich sagen, okay, kann man kicken. Diese Werte stehen auf der Webseite von der FDP. Mhm. Davon sprechen die aber null. Ja. Die sprechen nur hier von Abschiebung und von was weiß ich. Und du weißt doch, dass du keinen abschieben kannst. Hier in Ostfildern, wie viel haben wir, die abgeschoben werden müssen, aber nicht abgeschoben werden können, weil man nicht weiß, wohin. Ja, also klar. Hör doch mit dem Kack auf. Das glaubt euch keine Sau mehr. Das glaubt der AfD immer. Die schwätzen über solche Sachen. Aber hört mit dem Bullshit auf. Und das hat mich richtig aufgeregt, solche Themen. Und da sollten sie endlich mal einen Kurs ändern und sagen, hier, das steht im Wahlprogramm. Mhm. Die reden jetzt so wie SPD und die Grünen. Und ich habe FDP gewählt. Ich habe nicht Grüne gewählt, ich habe nicht SPD gewählt. Ich habe die FDP gewählt, damit die FDP-Werte und FDP-Werte und Gedankengut umgesetzt wird. Und scheißegal, scheiß auf den Koalitionsvertrag. Mach endlich in diese Richtung und ich sehe nichts. Ich sehe wirklich nichts. Mag sein, dass sie was umgesetzt haben. Ja. Mag sein. Aber sie sind jetzt nicht auf FDP-Kurs, was sie schriftlich auf der Webseite haben. Und das war immer das Problem in der Vergangenheit. Ich habe sie schon öfters in meinem Leben verfolgt, auch zu Kohlzeiten, ja. Und habe immer wieder, habe mich einfangen lassen von deren Online, also von unserem Online-Auftritt. Mhm. Da standen immer wieder tolle Werte, liberale tolle Werte. Mhm. Ist die FDP dann reingekommen, war sie selten so, wie sie auf dem Papier stand. Bei Genscher waren sie 100% so. Ja. Weiß ich noch, als Genscher drin war, da hast du das bekommen, was du gekauft hast. Mhm. Also zu 100%. Das war ein ehrlicher und greifbarer Mensch, der hat auch Fehler gemacht. Also das darf man nicht sagen. Ja, absolut, der hat nicht alles gut gemacht. Aber das verlangt keiner. So, aber jetzt kriege ich Werte der Grüne und der SPD, weil die posten das. Und die posten genau den ganzen Bullshit auch, was sie alles toll machen. Ja. Hier Mindestlohn. Mindestlohn geht mir so auf den... Ja, bin ich voll bei dir, der Mindestlohn. Da finde ich wirklich, das weißt du wahrscheinlich. Es gibt eine Auswertung, man hat geguckt, wie viel Lohnsteuer die jetzt mehr zahlen. Die jetzt Mindestlohnerhöhung haben, haben weniger im Geldbeutel. Ja. Die haben 40 oder 140 Euro oder was weiß ich, ich muss jetzt lügen. Irgendwas, es gibt, online kann man es machen. Wir haben im Podcast, hat das Team das veröffentlicht, ich glaube 40 Euro, ich habe den Podcast selber nicht angehört. Ich habe bloß den Text gesehen. Und ich glaube, 40 Euro haben sie weniger in der Tasche nach der Erhöhung. Ja, ja super, was ist das für eine Verarsche? Ja. Und wen nehmen sie das Geld? Dem Unternehmer. Der muss ja mehr zahlen und der Staat nimmt mehr ein. Das ist die größte Verarsche, was es gibt. Und wer zahlt es? Hallo FDP. Wer zahlt es am Ende? Die Verbraucher. Ja, weil der Unternehmer erstmal. Unternehmer unterschlägt es in der Regel dann drauf oder entlässt denjenigen, der also angestellt hat. Ich habe jetzt im nächsten Interview mit einem Gastronomen, der hat einen rausgeschmissen, einen Teilzeit. Mindestlohn. Da hat man drüber schon mal offline gesprochen. Der Typ hat einen guten Job gehabt tagsüber, wollte einfach noch ein bisschen Geld dazu verdienen und er hat Zeit gehabt immer wieder, hat in der Küche mit Liebe gearbeitet, weil er einfach auch kochen mag privat und hat da mit Liebe gearbeitet, aber er kann sich den nicht mehr leisten. Jetzt muss der Chef in die Küche reingehen und hier Zwiebeln schneiden und was weiß ich für den Koch. Genau. Damit er den Preis halten kann für die Kundschaft. Genau. Weil seine Kundschaft, wo er ist, akzeptiert es nicht. Er ist nicht mitten in der City, er ist ein bisschen Randgebiet, muss gucken, dass er die Stammkundschaft hält. Und wenn da einer nur 50% so oft, also nur die Hälfte davon kommt zu ihm, ist es ein Verlust. Ja, da bin ich genau bei dir, bei deiner Meinung. Wenn ich dann sehe, was auf Social Media von den Grünen, von der FDP, von der SPD gepostet wird, was jetzt 15 Milliarden Steuererleichterung, Mindestlohn, das wie toll das ist. Und dann schreiben die Leute drunter, jawohl, das ist notwendig, der Mindestlohn so beendlich und gerechte Bezahlung. Wenn ich mir aber dann denke, Leute, wir haben die kalte Progression. Und wie du schon sagst, das heißt, am Endeffekt ist es so, dass du weniger in der Tasche hast. Und es kommt ja immer mehr raus, diese Steuersenkung, die 15 Milliarden mit der kalten Progression. Diese ganze Steuer, was wir jetzt bekommen, Plastiksteuer, CO2-Steuer, im Endeffekt hat die Mittel, oder wie sagt man, die nicht Mittelschicht. Die Mittelschicht und die Schlechtverdienerin haben am Endeffekt jetzt weniger in der Tasche, weil diese Steuersenkung zwar greift, aber durch den Mindestlohn und diese ganzen neuen Steuern, wo jetzt kommen, wo jetzt oder die Subventionen wegfallen, belasten die ganzen Familien und Bürger mehr wie vorher. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir dann sage, FDP, wo seid ihr? Er wart immer, ich kann mich noch erinnern, wo ich FDP gewählt habe. Die haben, so wie du aussagst, so gute Ansätze gehabt, die Bierdeckelsteuerreform. 10, 20, 30 einfach zu machen für jeden. Ist nichts gekommen. Da haben sie, glaube ich, damals die Hotelsteuer gesenkt und so weiter. Nee, das war CDU. Nee, das war tatsächlich eine Hotelsteuer.
Ja, und was war mal, weiß nicht, aber da gab es damals mal die Idee mit dieser Bierdeckelsteuerreform 10, 20, 30 damals und ist dann auch nicht gekommen. Das war einfach mega. Auf alle Fälle finde ich schade, dass es jetzt so weitergeht. Und uns wurde ja immer gesagt, der Basis, uns Mitgliedern, ja, wir sollen aufpassen, wenn wir jetzt rausgehen würden, wir würden italienische Verhältnisse bekommen. Italien ist ja relativ viele Parteien, keine Mehrheiten, Chaos und immer mal ein bisschen läuft, gibt es wieder Neuwahlen. Aber ich finde, das Problem ist einfach nur verschoben, weil wenn man jetzt anguckt, wie es jetzt ist, wir haben ja jetzt schon eigentlich diese, jetzt kommen die Bauern, die machen ein bisschen Randale, schon geht man auf Kfz-Steuer, jetzt weil ja bald oder waren diese Streiks gewesen und die geben nicht auf. Und jetzt wird immer wieder zurückgerudert und weiter zurückgerudert. Also ich finde, wir haben diese Verhältnisse eh schon und spätestens in 2 Jahren, wenn diese Wahlen sind, oder wir haben jetzt ja 24, 25 sind die Wahlen, ja, so nächstes Jahr, wenn dann die großen Wahlen sind, wir haben jetzt die ganzen Landtagswahlen und ich glaube, dass die AfD relativ stark da abschneiden wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass die CDU schwach werden wird oder könnte und vor der Wahl nicht ausschließen wird, mit der AfD zusammengehen, um es vielleicht mal zu testen. Und dann haben wir das Gleiche, was wir früher hatten in Baden-Württemberg. Die AfD vielleicht mit der CDU, also spielen wir jetzt ganz immer weiter, gehen zusammen eine Koalition, machen eine Regierung in Sachsen, in Thüringen oder was das alles ansteht. Klar, das wird kommen. Genau, und dann wird es getestet und dann werden die Leute sehen, hey, die AfD ist gar nicht so schlecht. Haben wir ja in Baden-Württemberg damals auch gehabt. Oh, die Grünen an die Macht, die stellen Ministerpräsidenten. Das Land wird untergehen, was passiert? Nichts. Die haben gewurstelt, weiter ein paar Windräder aufgebaut oder schneller genehmigt. Die letzten paar Jahre ist auch nicht viel passiert. Ich glaube, Bayern hat mittlerweile mehr gebaut in den letzten Jahren. Und in Baden-Württemberg wurstelt haben wir in Grün rum. Ein bisschen paar Tempolimits haben wir, Stress in Stuttgart. Und das ist genau das. Und dann werden die Leute sehen, AfD ist salonfähig. Und es ist offener Suizid, was die FDP gerade macht. Voll, voll. Die rennen gegen die Wand. Und vor allen Dingen, ich muss dich unterbrechen, ich bin gerade voll, Robby, sorry. Aber ich wette auch, dass viele bei der nächsten Bundestagswahl, so wie ich auch, ich bin zwar FDP-Mitglied, aber ich werde taktisch wählen. Ich weiß nicht oft, ich bin mir sicher, ich werde nicht FDP wählen, weil ich will die Grünen weg haben. Genau. Das heißt, ich werde CDU wählen, das werden viele Menschen machen und da wird die FDP drunter leiden. Darf ich kurz bloß, ich habe tatsächlich mit beiden das Problem, also mit SPD und mit den Grünen ein Problem. Mhm. Die SPD fällt vielleicht nicht so auf, weil sie ruhig sind, der Scholz ist ja sehr ruhig. Ja. Sie sind im Hintergrund, freuen sich, wenn da die Grünen irgendwie rummeckern und hier irgendwie Affären, weil irgendwas passiert mit Bauern und so. Die halten sich zurück und der Scholz ist halt ruhig, aber sie machen durch den Mindestlohn oder durch ihre Sozialstandards, sie sind klug. Die SPD ist klug. Ja, aber es verkauft die. Sie geben den Leuten, die wenig Geld haben, Geld, nehmen es ihnen heimlich, das wissen die ja nicht. Mhm. Ne? Und dann werden sie gewählt. Ja. So, und das feiern die jetzt gerade, aber die tun unserem Land nicht gut gerade. Also der Scholz ist das größte Problem, glaube ich. Ja, schlechteste Kanzler, meiner Meinung. Und die Grünen, tut mir leid, ich bin für Umwelt, bin für alles, aber das, was sie jetzt hier umgesetzt haben, ist schlimmer als das, was die CDU 16 Jahre gemacht hat. Ja. Also will ich das nicht mehr haben. Und alle tun so, als ob sie in die Zukunft gucken können, dass dann italienische Verhältnisse, dass die Welt untergeht. Im Augenblick sehe ich nicht so, dass es schlimmer werden kann. Da ist jede Partei besser als das, was wir jetzt haben. Das stimmt. Und das Schlimmste für mich ist, die FDP macht ja schon gute Arbeit, weißt du, im Detail. So, sie sind ja diese fleißigen kleinen Bienen, die halt hier den Schwarzfahrer sich kümmern, um so ein paar Steuer- und Bürokratie-Dinger versuchen zu verbessern. Sie machen es, aber sie halten SPD und Grüne am Leben und die machen so viel Bullshit gerade, es tut mir leid. Genau. Und wenn mir einer sagt, die Bauern sind Nazis, das ist Bullshit, ja. Bullshit, Bullshit. Es sind welche dabei, überall. Hat man doch immer schon gehabt, dass irgendwelche dann mitziehen. Aber was auch ganz Fakt ist, wir brauchen auch eine rechte Partei in Deutschland, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Die sehe ich jetzt gerade nicht. Auch die AfD ist nicht unbedingt die rechte Partei, die das. Also man bräuchte eine Partei, die in diesem Feld stabil, ohne Extremismus, ohne irgendwas. Aber das haben wir im linken Bereich, im linken Flügel auch immer. Dass die Linken ja dann auch immer extrem werden und die SPD jetzt auch sehr, sehr extreme linke Forderungen hat. Also schon manchmal komisch. Also wir brauchen einen Ausgleich, wir brauchen eine rechte Partei, das sehe ich nicht als Problem an. Mhm. Solange es extrem wird, dann wird es ab. Und wir fördern gerade, dass die
die Grünen den Bullshit weitermachen können. Das, ja. Ich habe jetzt einen Habeck gehabt, auf Twitter hat er jetzt gepostet, wie toll wir sind, dass wir 50% Ökostrom haben. Was hat er nicht gesagt? Dass dieser Ökostrom direkt nach Frankreich, nach Polen und nach Holland gepumpt wird tagsüber, weil wir es nicht speichern können, weil wir es nicht verarbeiten können. Und nachts holen wir es zurück. Wir haben 70% Import. Wir sind Europas größter Import, Stromimporteur. Ja. Was für ein Bullshit, der hockt da. Und natürlich sagt er die Wahrheit. Wir haben das hergestellt. Aber dass wir es nicht verarbeiten können, also wir sind ganz weit weg Erneuerbare Energie. Erneuerbaren Energien, Wende da und was weiß ich, da sind wir so weit weg. Genau. Ich habe mir nicht mal das ist eine Lüge jetzt, ganz einfach. Es ist zwar, so wie er sagt, stimmt es, aber es ist eine Lüge, das, was er uns verkaufen möchte, dass er toll ist, ist nicht so. Er lügt ja nicht, er sagt ja schon das Richtige, aber er lässt wichtige Punkte weg und somit passt es. Aber es ist halt nicht die ganze Wahrheit. Und das Problem ist, es ist super, wenn wir 50% erneuerbare Energien haben, aber wir reden ja schon seit Ewigkeiten von Speicher. Macht da gar nichts. Ja, und das ist das Problem, passiert immer noch nichts. Und das sind so Sachen, wenn ich mir überlege jetzt oder mitbekomme, dass Holland an der Grenze zu Deutschland 7 neue Atomkraftwerke bauen will. Ich denke mir so, was will das da in Holland mit 7 neuen Atomkraftwerken? Ich weiß schon, warum. Das ist die neue Industrie, um Strom für Deutschland zu machen, die sie uns verkaufen können. Und dieses Merit-Order-Prinzip, warum das nicht abgeschafft wird, wenn wir doch so viel Strom haben, der kostenlos ist, und aber immer noch dieses Merit-Order-Prinzip haben. Das heißt, wenn nur ein Kraftwerk läuft, was teuer ist, wird der komplette Strompreis einem teuersten Kraftwerk. Und wenn 99% kostenlos ist und nur ein Kohlekraftwerk läuft, dann wird alles für den teuersten Preis. Da sollte man doch auch mal in die Richtung gehen, um die Bürger zu entlasten. Aber da kommt nichts. Und mein Wunsch wäre gewesen, wenn die FDP jetzt sagt, okay, was hat unser Lindner damals schon gesagt gehabt, lieber nicht regieren als falsch regieren. Und dass er jetzt, hätte er Stärke zeigen können und sagen, für uns reicht, nach 2 Jahren ist das Fazit, wir können nicht mehr oder wir können das nicht mehr mittragen. Ich wäre tatsächlich, er hat ja die Chance, eher jetzt Vollgas zu fahren und damit zu rechnen, dass die anderen hinschmeißen. Genau. Er hätte ja jetzt hingehen können und sagen, Herr Habeck, wir wollen endlich Speicher haben. Richtig. Scholz, wir wollen endlich hier diese Sozialdinger, wollen wir nicht so machen, Mindestlohn, vergiss es. Wir machen Steuerreduzierungen im unteren Feld. Wir machen hier auch unsere Rente, hat er eine tolle Idee gehabt. Ja. Zahlen wir 100 Milliarden ein, ja? Machen wir mal was. Also große Forderungen stellen. Und wenn die sagen, machen sie nicht, ja, dann würde ich sagen, ja, dann schmeiße ich hin. Genau. Und ich sag's denen da draußen aber. Genau. Ja, dann hätte er vorm Fernseher stehen können und hat gesagt, ich fordere das für die Umwelt, dass wir Speicher bauen. Ich fordere das für unsere Rente, damit es uns in Zukunft noch gut geht. Ich fordere das für das Bildungssystem, damit es uns zu gut geht. Keine dieser Ideen wollen sie umsetzen. Also gedenken wir, damit aufzuhören. Wir warten ab, was die anderen nach dieser Rede hier sagen. Genau. So. Und dann hätte er. Da hätte die doch Schisse gehabt, die wollen doch weitermachen. Dann hätte ich gesagt, ja, wir finden uns in der Mitte irgendwo, machen wir 50 Milliarden in die Rente und was weiß ich. Sie müssen doch irgendwo stoppen. Und da, was sie jetzt machen, Bürgergeld erhöhen, ich kriege einen Brechreiz. Ich auch. Ja. Und wenn Mindestlohn erhöhen, ich kriege einen Brechreiz. Ja. Du musst den Leuten helfen, den Leuten, die wenig Geld verdienen, musst du helfen, dass es besser wird, damit sie arbeiten, damit sie einen gescheiten Job kriegen, dass Bildung funktioniert. Und dass sie reinkommen in einen guten Job, dass es geile Jobs hier gibt. Was gibt's hier? Hier macht Eberspächer Sachen zu, bei uns hier vor der Tür. Es gibt hier viele Unternehmen, die einfach jetzt hier runter reduzieren, weil kein Verbrenner mehr ist. Und was passiert natürlich wieder? Hier in Schweden baut China ein Motorenwerk für Europa. Super. Ja, also Mercedes baut die besten Motoren und die umweltfreundlichsten Motoren der Welt. Die bauen keine Motoren mehr in Deutschland oder kaum mehr. Die bauen sie in China. Ja. Und China kommt hierher und baut bei uns irgendwelche Drecksmotoren. Mhm. Ja. Es gibt einen unterschiedlichen Standard, immer noch. Ja. Immer noch. Das kapieren viele nicht. Ich fahre jetzt gerade ein Auto. Das Ding verbraucht Öl ohne Ende. Ich habe schon gedacht, das ist ein Zweitakter. Ich habe früher einen Mercedes gehabt. Der hat nach 15.000 Kilometer 1 Liter Öl gebraucht. Da war der Wartungsdienst dann oder Ölwechsel da nach 15.000. Ja. Der jetzige frisst mehr Öl wie Kraftstoff gefühlt. Ja. Jetzt übertrieben. Ja, das wirklich. Heißt,
Das heißt, es ist früher jetzt beim nicht die Marke nennen, hey, bitte. Ja, nein, das mache ich nicht. Das ist, ich würde niemals so etwas machen. Also, ja, genau. Das ist halt so, weil man muss ja, es muss sich irgendwo äußern, wenn man was anderes hat. Und Mercedes macht halt gute Motoren, auch BMW. Und die brauchen wenig Öl. Das äußert sich in einem Abgas. Es äußert sich überhaupt gesamt am Giftstoffen. Es äußert sich gesamt am ganzen Auto, im Katalysator wieder arbeitet. Wie lange der Katalysator arbeitet. Und das sind tolle Motoren. Wenn du jetzt einen aus China holst und es hat jetzt nichts Abwertendes zu China, die wollen maximal Geld verdienen und denen ist doch scheißegal, wie unsere Umwelt ist. Die sagen, sie gehen ans Minimum ran, geben da mehr Spiel rein, dann braucht er halt 2 Liter mehr Öl und das verbrennen wir und da passiert was. Das sieht man halt nicht, ja. Der Laie sieht das nicht. Der riecht es nicht mal. Der merkt es nur an der Tankstelle. Der macht es dann so wie du. Genau. Wie früher beim Zweitakter. Benzin kontrollieren und Öl nachfüllen. Ist tatsächlich so. Also bei mir war es jetzt ein Knaller. Nach 3000 Kilometern habe ich nochmal 1 Liter gebraucht. Krass. Das ist echt krass. Und ich bin jetzt keiner, der hier irgendwie heizt, Motorsport. Ich weiß, welches Auto du hast, aber die Marke ist ja dafür bekannt, dass sie öfters Probleme hat mit den Abstreifringen und so weiter, der eingebaute. Ja, da haben sie. Da ist anscheinend tatsächlich das Öl. Ich muss ein ganz gewisses High-End-Öl haben, damit das funktioniert. Okay. Ja. Aber es gab schon immer mit den Abstreifringen. Aber egal, lass mir das. Also mich, ich hätte auch gesehen, dass der Habeck sich hinstellt, seine Forderung macht hin oder raushaut und sagt, wenn wir das in den nächsten 3 Wochen so nicht machen, sind wir raus. Und dann hätte er sagen können, Leute, es tut mir leid, ich wiederhole meinen Spruch von damals und wir sind jetzt raus, wir können so nicht mitregieren, das sind nicht unsere Werte, aber was kommt, wenn als nichts. Also ich bin wahnsinnig enttäuscht und ich sehe, und ich werde nächstes Jahr taktisch wählen und zwar so. Alles das mit Grün und SPD. Ein kleinen Ding noch sagen, es gibt Politiker, die echt gut agieren noch in der FDP natürlich. Deswegen sind wir auch noch in der FDP. Ja. Ich stehe für die Werte der FDP. Genau. Ich mag die FDP, wie sie gerade vertreten wird durch unsere jetzige Führungsspitze, teilweise oder bis unten hin. Und jetzt nach dem Dreikönigstreffen muss ich sagen, bin ich voll auf deiner Stufe hinschmeißen. Ja. Weil da ist nichts mehr drin, wo ich mich abgeholt sehe. Es werden viele Mitglieder ja gebrieft und hier die Newsletter und was weiß ich, werden mal gebrieft und ist aber Bullshit. Argumentationspapier. Ja, genau. Das ist so. Ein bisschen muss man das Hirn einschalten. Klar. Es ist wirklich jetzt, was Deutschland angeht, wir können die gut reden oder sonst was. Deutschland verträgt viel. Mhm. Also Deutschland kann auch diese Parteien natürlich vertragen. Mhm. Und es wird Deutschland, wir werden das Ganze auch noch tragen können. Deutschland wird deswegen nicht in italienische Verhältnisse abstürzen. Aber diese Partei stärkt Extremisten. Ja. Diese Partei sorgt dafür, dass zum Beispiel jetzt was mit der Fähre passiert ist, mit dem Habeck. Mhm. Da wird jetzt geschumpfen über diese paar Leute. Das kommt ja in den Medien. Ups, Entschuldigung, ja, ich mache mal aus Versehen den Ton aus. Schneide es auch nicht raus. Alles live hier. Ja. Nee, der Habeck, das bringt ja jeder jetzt draußen auf Twitter, auf den Nachrichten, dass das nicht geht, ein No-Go ist. Ich weiß nicht, ihr habt das Video gesehen. Da waren vielleicht 80, ach, lass 100 Leute dort was machen. Mhm. In Deutschland sind Millionen, die den Hals voll haben und wirklich genug haben. Und die werden jetzt gleichgestellt mit irgendwelchen, werden irgendwie extrem eingestuft als Extremisten oder sonst was. Bullshit. Macht endlich gescheite Politik, dann habt ihr das Problem nicht. Ich weiß noch, wo der Kohl die Eier auf den Kopf bekommen hat, ja? Ja, aber der hat sich hingestellt, hat trotzdem weiter geredet. Ja, voll, der ist sogar reingegangen. Auch hier nochmal, wir sind auch politisch unterwegs, also wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, das ist lächerlich, was wir machen. Aber auch bei uns ist es so, wir müssen darauf achten, wo wir sind, was wir machen. Aggressionen können schnell geschürt werden. Fehlverhalten oder falsch verstanden kann was schnell werden. Wir sind in der Öffentlichkeit. Jeder, der in der Öffentlichkeit ist, muss mit irgendwas rechnen. Und ich glaube nicht, dass die dort jemanden hängen wollten. Ja, das müsste dann im Karneval jeder hängen. Dass das nicht okay ist, ist alles gut. Ja, alles gut. Rechtlich, gesetzlich, alles gut. Brauche ich nicht. Aber es sind 100 Leute gewesen von Millionen. Und ich finde es unfair, dass wir die Debatte jetzt nur noch darauf machen und die Medien und die ganzen auf Twitter, die jetzt rumpfeifen, dass das am Habeck da nicht geht. Wann höre ich die, dass sie mal die Leute in Schutz nehmen und sich mal Gedanken machen, mal einen Bauer besuchen, einen Landwirt besuchen,
und fragen, was ist dein Problem? Nächste Woche geht es zum Gastronomen. Ich frage nochmal, was ist dein Problem? Nächste Woche habe ich einen Termin mit einem Verband. Ich will wissen, was ist deren Meinung? Wie sehen die das? Wir müssen den Puls an den Leuten halten. Und das sind unterschiedliche Meinungen. Ja. Alles gut. Ich saß, wo du im Urlaub warst, hatte ich noch ein tolles Interview gehabt. Das habe ich zu Weihnachten rausgespielt gehabt. Da war ich schon weg. Mit einem Menschen aus, ja, aus Pildern, der relativ, sag ich mal jetzt, politisch links zu finden ist. Ich hatte so einen schönen Abend. Ich hatte so schön mit ihm gesprochen über die Kulturen, über Menschen, auch außerhalb von dem Podcast. Der Podcast haben wir in der Pizzeria aufgenommen. Das war nicht so qualitätsnicht, nicht so top. Die Pizza oder der Pizzeria, es war zu laut dann im Hintergrund. Das wurde irgendwann haben die Musik. Qualitativ gut. Ja, ja, alles gut, alles gut. Aber dieses Gespräch, er hat halt andere Meinungen. Unsere Meinungen haben differiert. Aber wir haben uns ergänzt, wir haben gelernt voneinander. Warum sieht einer das wie er so? Und er hat auch bei mir den Respekt gezeigt und hat gesagt, er ist anderer Meinung, warum ich eigentlich dieser Meinung bin. Mhm. Das fand ich toll. Und dann haben wir uns so, und dann hat er auch mal gesagt, okay, er versteht das, ja. Mhm. Und das ist toll. Man findet sich, auch wenn man andere Richtungen hat, und man muss halt herausfinden, warum sind die so. Und die Lösungen muss man finden. Ja. Wenn man alleine sich das aushirnt, was die Zukunft bringen wird, was jetzt Habeck, Lang, wie heißt der, Ricarda Lang, Scholz auch so, was die alles machen, ist schlechter als das, was die Politiker der FDP machen. Aber die FDP fahren jetzt mit Vollgas, obwohl sie gute Arbeit machen, gegen die Wand. Und das ist für mich unverständlich. Genau. Und die werden drunter leiden. Das sehe ich. Wir werden drunter leiden. Ja. Wir. Ja. Weil also wir machen die Arbeit. Auf alle Fälle. Und die FDP wird, ja, genauso. Die SPD wird wahrscheinlich auf 10-12% runterfallen, aber noch dabei sein. FDP wird wahrscheinlich rausfliegen mit Ach und Krach, weil wie gesagt, viele Leute. Für wen stehen wir denn jetzt noch? Wir haben noch mit alten Themen zu kämpfen. Mhm. Wir haben früher oft Vertrauen verloren. Ja? Ja. Wir haben jetzt viele Jungwähler verloren. Ein bisschen auch, wie soll man sagen, Gelder verschoben. Früher mal. Wir haben dauernd Taktiken gewechselt. Also wir hatten mal eine gute Taktik, dann haben wir plötzlich gewechselt. Was machen wir jetzt? Wieder. Wir machen jetzt wieder Taktik. Also wir haben auf der Webseite, Leute, guckt es euch an, auf der Webseite steht was ganz anderes wie das, was uns Christian Lindner gerade verkauft. Mhm. Und da bin ich so offen, ist mir scheißegal, wenn wir sagen, Langer, hör auf mit dem Podcast, sollen sie sagen, ich sage meine Meinung hier, ich sage, wie es ist. Und wenn es nicht so ist, dann komm her, Christian, und schwätz mit mir und sag mir, warum du das tust. Genau. Weil auf der Webseite steht was anderes. Dann entweder kriegst du die Webseite nicht in den Griff. Ja? Also irgendwas muss doch im Busch sein. Wenn bei mir die Webseite nicht im Griff bin, dann bin ich selber schuld. Ja. Ja? Aber bei uns sind Landesverbände, bei uns sind Verbände da, also wir sind ja organisiert, dann schreib das um. Ja. Dann schreib hin, dass wir Migration drauf scheißen, auf unsere alten Werte, und dass wir jetzt sagen, wir wollen abschieben. Genau. Ja, dann schreib's auf die Webseite. Da rege ich mich wirklich auf. Das ist eine Lüge dann. Ja. So, jetzt muss ich mich wieder. Ja, jetzt komme ich nochmal. Also wie gesagt, ich hätte mir auch gewünscht gehabt, dass anstatt der Mindestlohn steigt einfach die, das haben wir auch schon oft gehabt, dass man einfach die kalte Progression an die Inflation koppelt, so wie es die Politikergehelder sind, teilweise Beamte auch und das ganze Bürgergeld. Dann, warum ist der Steuerfreibetrag bei Kindern nicht so hoch wie bei Erwachsenen? Ich denke, wir haben Gleichberechtigung. Man hätte die Steuerfreibeträge einfach hochsetzen können. Dadurch hätten die Leute mehr im Geldbeutel gehabt und der Staat nicht indirekt profitiert. Das hätte ich mir gewünscht. Genau. Das ganze Bürgergeld, die Debatte, was ich jetzt wieder her vom Hai von der SPD, dass er jetzt Sanktionen machen wird. Das ist so logisch, was du sagst, tatsächlich. Das hat unser Team ja veröffentlicht. Das habe ich nur gelesen. Ich habe den Podcast nicht gehört. Ich habe nur den Text gelesen. Haben sie mir zugeschickt, wo ich unterwegs war. Du sagst jetzt das Gleiche. Wir haben es nicht abgesprochen. Nee. Und diese Meinung habe ich genauso. Ja, weil jede Lohnerhöhung, wissen wir doch alle, freut sich im Endeffekt der Staat. Jeder Boni, jedes Urlaubsgeld, jedes Weihnachtsgeld, jeder was wir kriegen, wo wir uns freuen, freut sich der Staat immer noch mehr, weil er weiß, jede Sonderzahlung gibt mir extra Steuer. Und das sind einfach die Punkte, wo ich sage, da hätten wir aufbauen können. Und das fehlt mir einfach so ein bisschen. Und jetzt hocken wir da weiter und unterstützen das Grüne und das SPD oder SPD, was unterstützen wir nicht, weil die machen ja nichts, die demontieren sich selber und die Grünen wurschen wieder rum. Und ich muss sagen, das, was auf dem Schiff passiert ist, natürlich ist das nicht gut. Aber wir hatten jetzt schon mal drüber gesprochen, Populismus, die ganzen Medien kann man nicht mehr anhören. Unser
PTV, ARD, ZDF und so weiter. Es passiert wieder genau das Gleiche. Es gibt Bauern, die haben endlich, die haben die Schnauze voll. Die haben den Habeck abgepasst und da heute lese ich irgendwas, Familie hat Angst mit Kindern, Plakate mit Galgen. Ich habe ja gesagt, ich bin über die Alp gefahren, da haben Bauern in Strohballen einen Galgen hingehängt und die eine Ampel drauf gemalt. Genau. Das war wahrscheinlich so ein Plakat und natürlich ist Gewalt gegen öffentliche Personen und Habeck der nicht wurde gut, aber ich glaube jetzt nicht, die hätten den gelüncht. Man sagt, da waren 30 Polizisten und noch andere Leute dabei gewesen gegen 60 oder 100 Demonstranten. Und so wie sie gefordert haben, wollten sie einfach mit dem Habeck sprechen. Aber es ging nicht, weil es unsicher war. Habeck hatte angeboten, sollen drei aufs Schiff kommen. So war es jetzt wohl. Und ja, also ich finde, man sagt immer, den Deutschen ist so, die Deutschen machen nichts. Die Deutschen murren rum und schlucken es nachher im Endeffekt. Und jetzt machen sie endlich mal was. Und was passiert mit diesen paar Bauern? Die sind wieder Nazis, sind rechte Querdenker und Wutbürger. Also, und ich finde das wirklich zum Kotzen. Wir haben in Frankreich, was ist damals passiert, wo es gegen die Bauern? Die haben Gülle auf Finanzämter gesprüht, die haben Gülle auf die Straße gemacht. Und ich finde das richtig, was sie machen. Endlich steht Deutschland mal auf und der dumme deutsche Michi bewegt sich. Wie oft höre ich von meinen Kollegen mit Migrationshintergrund, die sagen, was ist mit euch Deutschen? Ihr macht alles ihr macht nichts. Genau. Und jetzt machen sie nicht. Ich bin echt stolz auf die Bauern. Ich finde das gut. Die sollen endlich. Die fragen mich in der Pizzeria, die fragen mich überall. Wenn ich was ist bei euch los? Warum macht ihr das alles mit? Und ich finde es gut, dass die aufstehen, dass die streiken. Und ich finde das super. Und das sind keine Wutbürger, keine Rechte. Darf ich da nochmal auch kurz einen Schritt machen? Die sagen mir auch alle, die wählen AfD. Die wissen, dass sie sich damit selber ans Bein pissen. Ja, klar. Aber sie sagen, lieber, also ich sage Robert, aber lieber Deutscher, wir haben hier ein Leben lang gearbeitet, wir haben dafür Integration und dafür gearbeitet, dass wir hier anerkannt werden. Wir haben es schwer gehabt, ihr habt uns nicht einfach gemacht, ihr Deutschen. Ja? Damit wirft er nicht jetzt mir persönlich was vor, aber er sagt halt einfach, es war viel Arbeit hier einfach anzukommen in dem Land und er fühlt sich hier wohl in dem Land. Aber seitdem das anfängt, kommen, sagt er, irgendwelche Ausländer und benehmen sich hier wie die Sau und er kriegt's ab. Ja. Also er wird beschimpfen als scheiß Ausländer oder sonst was. Er hat Jahre dafür gekämpft, dass er hier ankommt und er ist hier angekommen. Also ich freue mich über jeden Italiener. Hier, jede Pizzeria sind wir doch. Also ja. Ein Kollege hat doch damals gesagt hier in einem Podcast, die Millionen Italiener haben uns bestimmt nicht schlecht getan. Ja? Nein, natürlich nicht. Und auch aus der Türkei kamen Leute, Döner, aus Griechenland, aus allen möglichen Ländern. Und man sieht, dass manche dann immer noch dann im Alter nach Hause gehen wieder, weil sie einfach das Land und die Mentalität in sich spüren. Und das ist ja, verstehe ich auch. Auch ich habe mal einen Drang, immer wieder mal aus Deutschland rauszugehen, weil es ist schon manchmal ein bisschen trist vom Wetter. Mhm. Ja. Aber Leute, wir machen die kaputt. Das ist Migration verloren. Wir lassen hier Leute rein, wo einfach unser Land fertig macht, in der Persönlichkeit. Es sind einzelne Personen. Es sind einzelne Personen. Und das ist Drama. Richtig. Und dann heißt es immer Fachkräftemangel und wir brauchen aber die Leute bestimmt auch gar nicht. Das ist so, sage ich, meine Frau schafft in der ambulanten Pflege. Wo willst du da jemand herbekommen, der dann da arbeitet? Der soll Medikamente sortieren. Das kannst du nicht einfach, wo dann heißt von den Grünen, wir müssen die schneller anerkennen und reinbringen und so weiter. Da geht es um Menschenleben. Das geht so nicht einfach. Da sagt meine Frau, vergiss es. Das geht nicht. Das ist ein Gehirngespinst. Die Politik ist viel zu weit weg. Und jetzt komme ich nochmal zurück zum Heil, der jetzt sagt, ich werde jetzt hier richtig vorgehen gegen die wo das Bürgergeld ausnutzen und dann kriegen die 2 Monate Sperre. Dann denke ich mir auch so, das ist doch wieder bloß Geschwätz. Wie will der das kontrollieren? Wenn ich jetzt Bürgergeldempfänger wäre und ich würde zum Arbeitsamt eine Aufforderung, muss da hingehen. Da gehe ich da hin und sage zu dem Typ, du pass mal auf, ich war jetzt da. Ja, ich habe die Schmerzen. Der wird mir niemals einstellen. Und schon kriege ich meine Kohle weiter. Das ist doch nur wieder bloß rausgeschwätzt, wo ich bin jetzt der Harte und ich greife jetzt durch. Da wird gar nichts passieren. Das ist wie mit dem Abschieben. Wie willst du die Leute abschieben, wenn es keinen Pass haben? Wohin denn bitteschön? Ja. Die schmeißen sie ja nicht umsonst weg, weil kein Land sagt, wenn du nicht sagst, was soll ich mit dem Mann machen? Der kommt, du kannst ja gar nicht sagen, der kommt von mir. Festsetzen. Oder der Frau. Festsetzen. Eben. Deswegen ist es wieder genauso eine Nullnummer, genauso das mit den Grenzkontrollen. Das ist alles nur Schein, aber eigentlich umsonst. Gehen wir ein bisschen in die Sachlichkeit zurück. Wenn wir jetzt mal überlegen,
wir haben ja tierische Probleme hier in Deutschland. Ja. Hammer, das kann ich nicht verdrängen. Und die FDP macht theoretisch einen guten Job, stürzt aber jetzt gnadenvoll ab. Ja. Wir sind Mitglied von AfD. Von AfD, sage ich jetzt. Oh. Das ist jetzt schon ein, wie heißt er? Ein deutscher Versprecher. Ja, aber ich denke tatsächlich immer, dass das, was sie jetzt machen, AfD-like ist. Tut mir leid. Also da kriege ich jetzt schon wieder, da werden mich wieder welche hassen in der FDP. Aber deswegen kommt dieser Versprecher, ja, weil ich daran wirklich denke, ich bin kein Rassist oder sonst was. Ja. Und ich finde es so traurig, dass wir so viel Energie reingesteckt haben und so viel erreicht haben. Mhm. Und wir es jetzt echt komplett hinschmeißen. Wenn ich in der Firma, ich habe jetzt letzten Podcast aufgenommen mit einem CEO von einem Unternehmen. Wir haben ein Gespräch gehabt und so und habe mit ihm über Misserfolge im Vorfeld kurz gesprochen, weil wir haben kurz darüber gesprochen, wie wollen wir den Podcast, in welche Richtung soll es denn gehen? Was gibt es denn so in seinem Leben Spannendes? Und da haben wir natürlich nach Misserfolgen und nach Verlusten gesprochen und nach Fehlern. Und er hat gesagt, in seinem Leben gibt es dieses Empfinden von falsch oder von schlecht nicht. Natürlich hat er Sachen gemacht, die nicht so funktioniert haben. Mhm. Aber man muss sich eingestehen, das war halt falsch und er hat daraus gelernt. Und er war so in seinem Freundlichkeit und in seinem Glücksgefühl, was ich richtig toll finde. Mhm. Und wenn ich das bei uns von Christian Lindner sehen würde und wenn er zugeben würde, das ist jetzt scheiße, mhm, aber wir gehen jetzt positiv rein und wir werden dagegen kämpfen und wir waren, und er, weißt, und der Unternehmer hat aber wirklich eine Lösung gehabt für sein Unternehmen, mhm, und hat aber immer respektvoll zu sich selber gesagt, ich weiß nicht, ob es eine echte Lösung ist. Ich trage die Verantwortung, diese Lösung umzusetzen. Ich habe die Verantwortung für die Mitarbeiter. Ich habe die Verantwortung für das Unternehmen. Mhm. Und ich hoffe, dass ich damit richtig liege. Und ich hole mir auch das Wissen dazu rein. Aber er war immer positiv gestimmt. Und das war echte positive Stimmung. Und das, was uns jetzt am Dreikönigstreffen verkauft worden ist, dass man nicht so negativ sein sollte. Ich habe hier keine Emotionen von den Politikern gesehen, wo er positiv war und gesagt haben, ach, das Leben ist so schön, wir müssen es schaffen, wir müssen den Kurs wechseln, bitte seid hinter uns, wir kämpfen jetzt mit voller Macht, es kann sein, wir fliegen raus. Ja. Ja? Das war da gar nicht. Hier war es andersrum, ihr müsst die Last tragen, mhm, ja? Wir bleiben drin, wir sehen keinen Ausweg, ja. Und mich kotzt es an, jetzt ziehe ich es zusammen, mich kotzt es an, dass alle so negativ sehen. Hat der Lindner im Grunde. Ja, also als Unternehmer sitzen sechs. Richtig, vor allen Dingen zu den Bauern, ja, hat er auch gesagt, ihr seid ja auf dem falschen Weg. Sitzen sechs. Tut mir leid, Christian, du warst erkältet, du warst Grippe gehabt, keine Ahnung, war vielleicht ein schlechter Tag. Aber wenn das tatsächlich deine Meinung ist, tut mir leid, dann musst du damit leben, dass ich als Mitglied der FDP jetzt sage, dass das Bullshit war. Richtig. Deine Rede war Bullshit. Ja, finde ich genauso. Also mich hat es auch nicht abgeholt. Und das Statement, wie gesagt, zu den Bauern finde ich auch Frechheit. Wir haben eine Demokratie. Und wenn wir unsere Meinung nicht mehr sagen können, ohne dass du gleich ein Nazi oder sonst irgendwas bist, das hat sich einfach eingebürgert. Und dann siehst du die Kommentare in den sozialen Medien. Ja, das sind die Bauern mit den dicken Traktoren, die brauchen wir nicht. Und sag so mal kurz bei Menschen, wirklich. Ich finde es so schlimm. Schau mal, ich mache so viele Fehler in meinem Leben. Wenn ich aber heulend nach Hause gehen würde, dann hätte ich es ja verloren. Ich halte Reden, wo mal nicht klappen. Ja? Ich bin mal in Situationen, wo ich falsch entscheide. Ja? Aber ich habe es doch in meinem Leben so geschafft, dass die Menge an den Entscheidungen gut waren. Mhm. Ich habe Fehlentscheidungen gehabt in meinem Leben. Klar. Und daraus bin ich gestärkt rausgekommen und habe gelernt. Genau. Aber das lernen sie bei uns irgendwie gerade nicht in der FDP. Habe ich so das Gefühl. Im Gegenteil. Das kann man offen ansprechen. Das ist keine Schwäche, das ist Stärke. Genau. Ja. Naja, also wir sind jetzt vor, ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich auch nicht. Die Demo jetzt tatsächlich von den Bauern wird spektakulär, wird interessant auf TikTok und da werden viele Videos rumgehen, da wird viel versucht, dann wieder aus der Politik und aus den Medien die Bürger gegen die Bauern aufzubringen. Das erwarte ich schon mal jetzt so. Läuft schon. Genau. Und es wird jetzt nicht so sein, dass es was wirklich bewirkt, aber ich sehe es als Startpunkt, weil ich denke, es werden sich schon mehrere kleinere Gruppen dazu bringen, dass sie was tun. Und da sehe ich die Gefahr, wenn es mehrere kleine Gruppen sind, jetzt wissen wir, dass es die Landwirte sind und die Gastronomen machen mit und die Spedition machen mit.
Unternehmer machen. Genau, dass die da mitmachen. Jetzt wissen wir, was ist. Jetzt wäre es eigentlich klug, dann mit denen in den Diskurs zu gehen und einfach zu sagen, jetzt wirklich, was, wie können wir was kommen und wie geht's da, wie geht's weiter? Holt mal Sprecher vor, holt mal, tut euch mal bündeln, weil das ist alles dezentral. Ich würde mich jetzt normalerweise als Scholz, ja, als der Chef, sagen, hey, wir müssen mit den Leuten reden und wir müssen die herholen und nicht einfach nur ablocken, sondern einfach sagen, hier, komm, wir müssen mal gucken, wo geht's hin, ja. Ja. Und wir können uns gerne finden, aber ihr müsst verstehen, das ist Politik, das ist nicht ganz so einfach, wie ihr euch das vorstellt, aber wir müssen was tun. Also, und das hat nichts mit jetzt Veränderung von Menschen, die jetzt irgendwie, was tun sie da immer, dass hier die per Demo die Politik beeinflusst werden. Das ist in Deutschland verboten, ja. Dass man, aber wenn ich als Politiker reingehe und sage, ja gut, die demonstrieren und die sind mir wichtig, die Menschen, das ist nicht verboten. Ja, natürlich, ja. Der Özdemir hat es ja gemacht. Das macht ein Unternehmen normal. Wenn der Kunde nicht mehr mitmacht, dann geht man zum Kunden und sagt, lieber Kunde, was habe ich falsch gemacht? Ja, was kann ich denn tun, dass du wieder zu mir kommst? Und dann sagt der Meister, mach's billiger, sagt, dann musst du als Erster sagen, ja, das geht nicht. Ja, das ist so unser Job, also mein Job tagtäglich. Wenn sie das Geld wollen, sie immer billiger machen, das ist immer das Erste. Und dann suchst du eine Lösung. Ja. Und dann machst du meistens alle glücklich. Du brauchst keine Kompromisse. Ja. Du musst offen mit den Leuten umgehen. Und das macht die Regierung nicht. Das ist der Scholz. Richtig. Mit seinem Täschle soll nach Hause gehen, soll sein Geld, was er mit hier wahrscheinlich hier unterschlagen hat oder irgendwo, was weiß ich, was da war. Ich hoffe, dass er vor Gericht kommt, dass immer aufgeklärt wird, ob er betrogen hat oder nicht oder ob er hier Schmuh getrieben hat. Das ist das Schlimmste für mich. Wir haben hier einen, ich glaube ihn nicht mehr. Ja. Wahrscheinlich hat er nichts getan. Ja. Wahrscheinlich ist er ganz sauber, kann sein. Aber er ist halt so. Aber das, was er so tut und wie er sind, glaube ich ihm nichts. Ja, das scheint so, wie er jetzt in den Flutgebieten war mit irgendwelchen Wanderschuhen oder so, peinlich eigentlich. Das ist so. Schau mal, da gibt es auch zum Beispiel Videos. Da bin ich überfragt, ob die echt sind. Da gibt es so, da sagen Leute, dass er da irgendwie Asylanten hingebracht hat und Leute weggeschickt hat auf TikTok. Aber wenn du das so anguckst, das ist so gemacht. Ja. Das kann falsch sein. Das kann auch von der anderen Seite wieder gepusht sein. Ich weiß es nicht. Ja. Das kann so zusammengeschnitten sein. Ich glaube diesen Bildern beiden Seiten nicht. Das ist wieder so, das haben wir auch schon mal. Es gibt die eine Extreme und das andere Extreme und jeder profitiert davon. Aber ich muss auch sagen, wenn ich das Ganze so ein bisschen beobachte gerade, irgendwie die AfD bekommt immer mehr Zuspruch. Wie gesagt, meine Angst ist, dass CDU ihr Versprechen bricht, dass die irgendwie die Regierung geben. Ich keine Angst, sollen sie machen. Ja, aber die werden es auch machen, man kann es auch sehen, dann werden sie salonfähig. Aber was machen unsere Grünen? Versteckte Smileys auf irgendwelche Nachrichten, wie man sieht, wie es Nazis sind. Wo ich dann sage, Leute, dann macht vernünftige Politik. Genau. Und was macht unser SPD gerade? Die tun einen Toast rausbringen, wo du Toast, ich lasse mir die Butter nicht vom Toast nehmen, wird dann gepostet und da kannst du dir ja wirklich einen günstigen, tollen Plastiktoaster jetzt bei SPD bestellen, der das SPD-Zeichen und die Schrift auf den Toast hostet, wo ich sage, Leute, Cannabis habt ihr versaut, habt ihr noch nicht rausgebracht, macht ihr ewig rum und jetzt bringt ihr irgendeinen billigen Plastiktoaster raus. Das ist, wo seid ihr? Also, das verstehe ich nicht. Genau, und da möchte ich kurz nochmal was sagen, das ist wirklich für mich, das wiederhole ich immer wieder. Ich selber werde die AfD nie wählen, weil für mich, also familiär und was in meiner Geschichte so passiert ist, ich werde nie eine Partei wählen, wo Überhang ist mit Rechtsradikalen, mit vielleicht auch Nazis. Ich glaube, was darf man mit dem Höcke sagen, dass er was ist er? Er ist irgendwas. Palle oder Höcke oder keine Ahnung. Ja, der ist, also irgendwas darf man da sagen. Also es ist schon wirklich extrem, deswegen werde ich die nicht wählen. Ja. Wenn die auch mit der CDU in Sachsen eine Koalition machen, ist mir scheißegal. Wenn sie 30% haben in Sachsen, ist mir scheißegal. Vielleicht braucht es Deutschland. Ja. Also das ist nicht, also ich urteile nicht über den Wähler. Nein. Ich will nur nicht, also ich werde nicht Rechtsradikale fördern. Das ist halt meine Intention. Das sollte man respektieren halt einfach. Die Parteien sollten sich Gedanken machen. Warum ist teilweise in den östlichen Bundesländern teilweise 30, 37 und die Prozent? Und in Osten wird es. Und wenn dann einer abmalt und sagt, ja guck, die Ostdeutschen sind alle Assi. Was für ein Bullshit, ja. Was für ein Bullshit. Ja. Wir haben halt eine andere Einstellung. Ja, klar. Die sollten mal ein bisschen mehr reisen gehen, diese Menschen. Ja, ich war jetzt, wie gesagt, in Sizilien, das ist nicht weit weg. Da gehst du von Italien, ist ja alles Italien, aber gehst du vom Festland, fährst du mit der Fähre 20 Minuten, 30 Minuten rüber nach Sizilien, du kommst in eine andere Welt. Mhm. So, und die Leute kennen wahrscheinlich nicht Unterschiede in der Welt. Ja. Das ist ja das Schöne an der Welt, dass wir Akzente haben, dass wir anderes Essen haben, dass wir Kulturen haben.
Ich glaube auch nicht, dass die im Osten alle rechts sind. Die wählen halt AfD einfach aus Protest. Nein. Die sagen einfach, okay, die machen es ja richtig. Die AfD macht es ja so wie die Grünen. Ich sage, die tun das Programm der Grünen, also nicht das Programm, sondern die Art der Propaganda von den Grünen übernehmen, also genau. Das Marketing. Weil die Grünen machen erfolgreiches Marketing. Genau. Ja, das schaffen die. Und das haben die, glaube ich, kopiert, würde ich jetzt so sagen. Und in den östlichen Ländern hauptsächlich ist es einfach so, dann sagen sie, okay, die sind auf dem Level wie wir früher. Die glauben alles, was die Parteien machen. Ja, dann, wenn du das liest, musst du AfD wählen. Darf ich? Ja. Bei den anderen fahren schon. Bis du dann nachher siehst, das weiß ich ja jetzt nicht, ich kann es ja nicht sagen, bis du nachher siehst, was sie tun, dann siehst du, dann machen sie den gleichen Mist und dann werden sie abgestraft. Genau. Vielleicht kommt das dann in 4, 8 Jahren. Ja? Genau. Und dann haben die es gelernt und dann wissen sie, ja, das ist genauso eine Bullshit-Partei wie alle anderen. Eine neue, so wie der Maaßen, genau, die jetzt genau. Machen will, oder die Sarah. Die Mark. Hoffnung stirbt zuletzt. Richtig, da kommt immer eine neue dazu und immer mehr. In meinem ganzen Freundeskreis, das hassen sie immer, wenn ich über meine Freunde rede, aber in meinem Freundeskreis habe ich viele, die immer wieder drauf bauen, ihr Kreuzchen woanders zu machen. Ich verstehe das, habe ich ja früher auch gemacht. Ja. Ich bin jetzt rausgegangen, habe gesagt, ich gehe in eine Partei, ich gehe in einen Podcast, ich gehe öffentlich mit meiner Meinung, weil ich was verändern möchte. Aber es kostet Mut und es kostet Kraft, das weißt du selber. Ja. Deswegen verstehe ich, dass viele einfach sagen, ich habe die Hoffnung, dass die nächste Partei besser ist. Und es kommen ja gerade immer mehr dazu. Und dann kommen die, wie heißen Piraten, und dann kommen ja, die und jeder macht ja Bullshit nachher. Knecht, ja, jetzt will er machen irgendwie und der die kommen einer. In diesen, wir haben ein Parteienproblem, das müssten wir mal angucken, ja. Das werden wir nicht in den Griff kriegen. Ich weiß, ich habe keine Lösung dafür. Dafür habe ich keine Lösung. Wir können nur dagegen kämpfen. Immer toll, dass du das hier mitmachst. Gerne. Weil ganz einfach, Meinung sagen kostet Mut. Man kann Freunde gewinnen, man kann aber auch Freunde verlieren, weil Politik sehr viele Emotionen mitträgt. Mhm. Bei mir ist es auch oft so, dass Menschen mich verurteilen dafür für meine Meinung. Wobei ich sagen muss, das ist, wenn ich auf die Straße gehe, wenn ich irgendwo rausgehe, schätzen mich die Menschen. Ich kenne manche gar nicht und ich werde manchmal echt gegrüßt und das finde ich schon toll. Also man sollte den Mut schon haben, auch öffentlich sich zu outen. Ja. Auch was für eine Meinung es auch immer ist. Und wenn du AfD-Lobby bist und sei halt normal, dann wird die Partei wahrscheinlich auch normal werden, wenn es mehrere werden. Genau. Du kannst auch in die AfD eintreten. Mach sie normal. Nur respektiere meine Meinung. Ich habe halt eine geschichtliche Meinung. Damit brauche ich nicht mal auf dem Mikro nochmal drüber reden. Da habe ich schon so oft drüber geredet. Dann habt den Respekt. Ich würde da nicht reingehen in diese Partei. Ich würde diesen Kampf nicht machen wollen. Ja? Weil schon allein in der FDP ist der Kampf Maximum. Ja. Ja, wenn man hier sieht, unser Kreisverband. Ja, sage ich, Leute, es braucht verschiedene Meinungen. Und das versteht der Kreisverband nicht. Nein. Andere Meinungen werden nicht akzeptiert. Richtig. Ja. Das ist aber ein anderes Thema. Das können wir uns für die Zukunft aufheben. Was intern FDP. Ja, intern FDP. Musst du kämpfen dafür. Was es wird, wie es läuft und so weiter. Das heben wir uns mal auf, vielleicht für einen späteren Podcast. Ja, okay. So, für heute, glaube ich, wir sind dann auch wieder gut an der Zeit. Hast du noch was? Nee, ich habe jetzt Dampf abgelassen, also mir geht es richtig gut. Das hat sich so, ich habe das gebraucht, mal wieder viel, wie gesagt, Kopfschütteln. Und das ist, der Podcast ist für mich ein bisschen Ventil und da kommt, wie gesagt, meine Meinung, die so ist, ich mag die FDP, ich mag die Werte, aber ich bin gerade wahnsinnig enttäuscht, wie sie von unserer Spitze teilweise vertreten ist. Oder das ist so wie eine Top-Firma, die jetzt alles top macht. Also die FDP hat gute Sachen, aber sie fährt wie so eine Mistfirma die Scheiße gerade ums Eck. Ja, die fährt blind. Ja. Das ist so irgendwie. Ist echt schade. Irgendwas, ich verstehe es nicht. Und ich liebe die ganzen Politiker, egal welche es sind, aber im Augenblick tut mir leid, wenn ich über euch schimpfe. Du meinst von der FDP? Ja. Also oder von der FDP. Nein, von der FDP. Ich will auch jetzt hier noch mal ein paar einladen. Ich lade ein paar zum Interview ein. Ich gucke mal, wer überhaupt noch mit uns reden möchte. Mir auch egal. Es geht ja nicht, wir strafen ja auch die Politiker nicht an. Jeder hat ja seine Meinung. Genau, überzeugt uns. Ja, genau. Überzeugt uns, warum, wieso. Dann lade ich jetzt die ein und dann machen wir mal, schauen wir mal, wer kommt. Und wenn einer nicht kommt, sagen wir es dann auch hier öffentlich. Genau. Punkt. Gut. Ich danke dir. Es hat wieder Spaß gemacht. Oh ja, sind wir wieder voll motiviert. Dir da draußen wünschen wir jetzt, wenn du bis jetzt durchgehalten hast, ist dann echt der Hammer.
Schick uns wieder Mails, schick uns Kommentare, positiv wie negativ, alles egal. Und ich muss auch wieder erinnern an die Insider-Infos von allen Parteien, von allen, auch in Firmen. Schickt uns Insider-Infos, die interessant sind. Wir kriegen immer wieder was. Es wurde jetzt über Weihnachten, Neujahr ruhiger. Mhm. Aber ich möchte wieder daran erinnern, egal welche Partei, wir werden hier keine Partei und kein Dings irgendwie wie Böhmermann fertig machen, sondern es interessiert einfach auch fürs Podcasten über das, was wir hier dann veröffentlichen. Und dann müssen wir ganz klug entscheiden, was wir damit machen. Können wir dann zusammen schwätzen. Genau. Also nochmal nachträglich, guten Start ins neue Jahr und viel Spaß. Und danke, dass ihr die Episode eventuell bis zum Ende angehört habt. Genau. Also. Ciao. Tschüss. Dies war eine Produktion der Radikal Live Studios. Nicht vergessen, folgt uns auf Spotify oder Apple Podcasts.